So, hallo mein liebes Sternzeichen Stier. Wir schauen jetzt heute mal in die Karten, in die Energien, was sie dir mitgeben möchten für den Monat Februar 2022. Okay. Also, mein lieber Stier, du bist hier sehr traurig im Februar, was die Finanzen betrifft. Hier, deine Fülle mit der Liebe. Du bist hier, als ob du verzweifelt bist, du machst dir Sorgen. Also hier, aber schau mal, der Erfolg, es liegt doch alles da. Du hast alles hier, du machst dir sehr, sehr viele Gedanken. Brauchst du nicht. Hier, ich habe deine Zielstrebigkeit, was die Liebe betrifft, was die Harmonie betrifft. Auch wenn die Beziehung hier ein bisschen kränkelt in diesem Monat. Es liegt alles gut für dich da. Hier auch, was den beruflichen Bereich betrifft. Deine Zielstrebigkeit macht sich hier definitiv bezahlt. Von Aktivitäten, deine Aktivitäten im Draußen machen sich hier auch bezahlt. Was die Arbeit betrifft, was das Familiäre betrifft, dein privates Umfeld, was auch Freunde betrifft, ne? Also hier, da wird es Neuigkeiten für dich geben. Natürlich, die machen dir ein bisschen Gedanken. Scheint ja auch, vielleicht erfährst du von jemandem, dass er einen Geldverlust hat oder irgendwas, ne? Oder sehr viel Geld jetzt hier auch bekommt und macht dich vielleicht ein bisschen traurig, weil du denkst, ach, bräuchte ich auch, hätte ich auch sehr gerne. Aber es liegt alles ganz toll für dich da. Also du bist hier wirklich auf der Erfolgswelle unterwegs, sehe ich hier. Ne? Also hier, deine Traurigkeit, die das Ganze hier betrifft. Vielleicht ist es auch so, du wünschst dir, was für mich, das schaut es eigentlich so aus, du wünschst dir einfach diese Sinnlichkeit, Sex, Sinnlichkeit, Harmonie, diese Nähe, Wärme, Geborgenheit. Ne? Und das macht dich hier so ein bisschen traurig. Aber es schaut gut für mich aus, weil du bist zielstrebig und du wirst hier auch, was die Erfüllung aller Sehnsüchte hier betrifft. Du wirst dein Ziel erreichen, mein lieber Stier. Du bist ein sehr zielstrebiger Mensch und zuverlässig. Deine Treue macht sich hier wirklich bezahlt. Deine Treue auch, was hier dein privates Umfeld hier betrifft, über das du dir viele Gedanken machst, ne? Schauen jetzt hier nochmal rein. Ah ja, hier schaut es auf jeden Fall auch so aus. Es scheint doch vielleicht ein Elternteil, das hier einen Arztbesuch hat oder ein bisschen kränkelt, ne? Also du machst dir ganz, ganz viele Gedanken, weil das Familiäre dann einfach so, du möchtest diese Leichtigkeit einfach wieder auch haben, ne? Diese Leichtigkeit in allem und das stresst dich einfach ein bisschen. Das hat aber hier mit deinem familiären, deinem näheren Umfeld einfach auch mit zu tun, ne? Hier, es sind Nachrichten, die jetzt hier auch auf dich zukommen, scheint jetzt hier vielleicht auch von deinem Chef zu sein oder Vorgesetzten. Es kann auch ein Onkel oder sowas, Tante für dich auch mit sein. Und da ist hier einfach, das sind Nachrichten, wo du denkst, oh je, wir werden hier ganz schön viele Schwierigkeiten, ja, Hindernisse, sagen wir so, in den Weg gelegt, ne? Und ich habe hier ein bisschen auch ein Risiko mit dabei liegen, also eine ganz kleine Warnung, also pass ein bisschen auf, glaub nicht gleich alles, was dir hier gesagt wird in der Kommunikation, also mit Neuigkeiten hat es definitiv zu tun. Nicht alles glauben, schau dir es ein bisschen genau an und ja. Pick dir einfach das Gute dabei mit raus. Wir haben es hier deutlich mit liegen, deine Unsicherheit, ne? Und deine Unsicherheit, die du dann hier auch hast, die ist nicht unbegründet. Also, ja. Wie gesagt, sei ein bisschen vorsichtig hier. Aber was wir da auch liegen haben, also was die Liebe betrifft, hier ist wirklich das Positive, kommt ja auf dich zu. Und für mich sieht es ja auch so aus, dass das macht dich traurig. Das ist vielleicht so für die erste Zeit vom Februar diese Traurigkeit, die ich hier habe. Aber es sieht so wunderschön aus, ne? So, nehmen wir mal noch eine. Ja.
Es ist so, es zieht dich alles so ein bisschen runter. Du weißt nicht, wie es weitergeht, was du jetzt davon halten sollst und, ne? Hier, also du hast sehr viel mit anderen Menschen zu tun, also hier wird es ziemlich viel geben und du versuchst ja auch für die anderen da zu sein mit ganzem Herzen. Ja, aber hier wird auf jeden Fall, hier wird sich auch deine Zielstrebigkeit definitiv bezahlt machen, was die Liebe betrifft, was den Beruf, die Aktivitäten betrifft. Also auch wenn du irgendwas planst hier auf deinen Wunschpartner, dann hast du hier deine Zielstrebigkeit, die für dich, du wirst dein Ziel erreichen mit Erfolg. Ja? Also, mein lieber Stier, ich danke dir. Ach, stopp, stopp, stopp. Wir haben ja noch ganz wichtig Botschaft der Engel für dich. So, ihr lieben Engel, bitte eine, das war zu viel, bitte eine Botschaft für das Sternzeichen Stier, Februar 22. Bitte eine Karte, ihr lieben Engel. Jawohl, danke schön. Der Engel des Wachstums erkenne in allem, was dir begegnet oder widerfährt, eine Chance zu wachsen, daraus zu lernen oder Gelassenheit zu üben. Je bunter und vielfältiger das Leben ist, umso mehr wirst du es schätzen. Dein Engel hilft dir dabei, die kleinen und großen Wunder zu erkennen. So ist alles um dich herum eine Aufforderung zum inneren Wachstum und wird dich bereichern. Ja, wie wunderschön. Wachstum, der Erfolg, deine Zielstrebigkeit. Perfekt. Also, mein liebes Sternzeichen Stier, ich danke dir fürs Zusehen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Monat Februar. Alles Liebe für dich und bis bald. Tschüss.